Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Mage Tower Guide vom Shami, und zwar vom Enhancer Shaman. Und dazu habe ich auch gerade die Challenge schon erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und da werden wir uns als erstes einmal die Talente angucken. Dann so ein bisschen das Gear mit Sockel und dementsprechend auch Verzauberung. Dann werden wir uns ein bisschen die Consumables anschauen und dann werden wir einmal ein bisschen in den Kampf gucken. Da werde ich ein bisschen die Fähigkeiten erzählen und einmal die grobe Taktik. Gut, ich würde sagen, wir starten einmal mit den Talenten. Ich hatte hier gespielt mit Elementarschlag, dann mit Sturmhagel, mit dem Erdschild, Elementarattacke, Wächter der Natur, Zerschlagung und Aszendenz. Dann zum Gear, wie bei den meisten Mage Tower Challenges, habe ich einmal mit dem hergestellten Gear gespielt. Das kann einmal einen Lederer bauen mit MOP und da macht ihr am besten die Stufe 48er Version, denn bis Stufe 50 könnt ihr nämlich die ganzen Sachen mit alten Verzauberungen versehen. Es gibt auch eine Version, da könnt ihr es auf, glaube ich, 52 oder 54 herstellen. Das geht dann mit so extra Tokens, die auch der Lederer bauen kann. Die Problematik ist, dann könnt ihr es halt nicht nochmal extra verzaubern, sondern nur mit diesen Shadowlands-Verzauberungen. Das sind ja tatsächlich ein paar weniger und ihr könnt nicht jeden Slot verzaubern. Das ist so ein bisschen ein extra Goodie. Ehrlich gesagt, ich habe davor nie großartig in Hänsel gespielt, habe jetzt 5 Tries gebraucht. Wahrscheinlich könnt ihr euch dieses ganze Verzaubern und Zeug sparen. Aber wer so ein bisschen noch min-maxen will, kann das gerne machen. Ich werde das Ganze auch noch für die anderen Specs benutzen, vielleicht werde ich es dann da eher brauchen. Was ich jetzt hier draufgehauen habe, sind einmal Aki-Sockel. Ich habe jetzt den epischen Sockel mit 3 Beweglichkeit genommen. Man kann auch 4 Beweglichkeit kriegen über epische Sockel, aber die waren dann hier so teuer auf dem Server, deswegen habe ich einfach die 3er genommen. Die heißen hier feingeschliffener Purpurspinell. Die mit 4 Stats sind halt, wie gesagt, ein Ticken besser, aber um einiges teurer. Dann habe ich hier einmal noch eine Beweglichkeitsverzauberung drauf, 6 Beweglichkeit. Auf dem Gürtel habe ich nochmal eine zusätzliche Gürtelschnalle draufgepackt, die bringt mir nochmal einen extra Sockel. Dann habe ich auf der Hose einmal 6 Beweglichkeit und 3 Crit drauf. Das ist einmal ein Rüstungsset, auch vom Lederer meine ich. Dann auf den Schuhen habe ich 15 Beweglichkeit drauf verzaubert. Die Ringe habe ich beide von einem Shadowlands in Juve, nicht Inji, Juve. Und dort habe ich dann spezielle Sockel reingepackt. Und zwar habe ich einmal hier Säbler-Auge der Beweglichkeit, die bringt 6 Beweglichkeit. Und dann haben wir einmal hier noch Krakenauge der Beweglichkeit, bringt auch nochmal 6. Es gibt noch einen, der 7 bringt. Der war aber hier, glaube ich, 30.000, 40.000 Gold und da habe ich mich dann dagegen entschieden, tatsächlich die zu kaufen. Kleine Randinformation, diese beiden extra Sockel könnt ihr nur einmal reinsockeln und das geht nur auf Items, die über 50 sind, deswegen habe ich die auf die Ringe gesockelt. Dann habe ich einmal Tempo verzettet hier, hat den Hintergrund, Tempo soll als Enhancer anscheinend ganz gut sein. Zu den Trinkets habe ich wie bei fast allen Challenges die Pferd-Samenkapsel. Die gibt es einmal aus der aus dem Raid Smarkgrüner Albtraum hier in Legion. Und dann hier vom ersten Boss von Nitendra. Könnt ihr in NHC, HC, Mythic und LFR farmen. Schön den Bonus-Scroll noch mitnehmen aus Dalaran oben, dann habt ihr eine zusätzliche Chance. Dann habe ich hier das Trinket einmal Seth Spawn der Blick. Das gibt's von Iska aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Kann man sich farmen, wenn man Elisbeck reinhaut, kann man es auch nochmal Bonus-Scrollen. Hab's jetzt hier Mythic, hat nochmal einen Sockel extra drauf, ist eine schöne runde Sache und macht auch relativ gut Schaden. Ich kann es euch hier im Damage-Meter mal zeigen. Der befallene Boden hat 10% meines Schadens gemacht und der dunkle Dunkellichtstrahl, das ist das andere Trinket, hat nochmal 8% gemacht, 8,8%, also fast 20% meines Schadens sind nur diese Trinkets. Also das macht schon viel aus, die kann ich auf jeden Fall für den Kampf hier empfehlen. Dann auf den Waffen habe ich ganz normal einfach die Erbstücke, himmlische Führung und sündhafte Offenbarung verzaubert. Handgelenk habe ich gegambelt hier bei dem Händler, also da oben ist ja der Mage Tower Anmelder und hier unten haben wir einmal den Händler. Und der verkauft uns gegen Nethersplitter einmal Items. Die sind guterweise genau auf Stufe 50. Heißt, wir können die einmal mit den alten VZs versehen. Und da habe ich mir 3 Beweglichkeit drauf verzaubert. Dann habe ich auf die Brust plus 30 Werte drauf verzaubert. Den Umhang plus 20 Ausdauer und 30 Lebensdiebstahl. Auf dem Schulterslot haben wir einmal 5 Beweglichkeit und 2 Crit. Das habe ich einmal durch einen Inschriftenkundler, auch aus meinem Auktionshaus gekauft. Dann habe ich auf dem Halsslot das Herz von Hazaroth an. Hat den Hintergrund, hat 3 Sekundärstats.
die Effekte sind ja leider alle deaktiviert, also sowohl Legendaries, die Conduits und Covenant-Fähigkeiten, alles mögliche ist ja deaktiviert im Mage Tower, aber zumindest die Stats kriegen wir davon. Und dann zu guter Letzt haben wir nochmal auf dem Kopfslot die Möglichkeit, einen Metasockel reinzupacken. Und da habe ich einfach agiler Bergkristall drin mit 3 Beweglichkeit und 30% erhöhte Crit-Effekte. Das ist eine runde Sache, damit hat man noch ein bisschen Support. Wie gesagt, das Gear, das braucht ihr alles nicht unbedingt. Macht es euch einen Ticken einfacher. Und ja, der ein oder andere hat dann vielleicht jetzt hier einen kleinen Vorteil dadurch. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Consumables an. Ich habe einmal gespielt mit dem Erdschild, das hatten wir ja auch geskillt gehabt, ne? Dann Waffe Windzorn und Flammenzunge. Ich musste übrigens lernen, dass man diese Windzorn und Flammenzunge nicht kombinieren kann mit Schattenkönöl oder einbalsamiertes Öl, das geht nicht. Ja, man kann das quasi nicht zusammen nutzen, also falls ihr auch kein Main-Shami seid und das nicht wusstet, kauft euch keine Öle, ihr wollt die zwei Verzauberungen benutzen. Dann habe ich einmal gespielt mit großem Fläschchen der Ströme, das ist quasi, meine ich, das BFA, die BFA-Flask, die skaliert ein bisschen besser da drin im Mage Tower als die aus Shadowlands. Dann habe ich einmal das Tempo-Food aus Shadowlands, dann haben wir einfach eine Verstärkungsrune für Extra-Stats. Dann habe ich gespielt mit Trank der verlängerten Macht. Ehrlich gesagt war das eine Notlösung. Und zwar prinzipiell gibt es da einen besseren Trank. Ihr könnt einmal mit dem Wuttrank spielen. Und zwar Trank der ungezügelten Wut. Der ist doch besser als der hier. Das Problem ist, auf meinem Server hat ein Pot 2000 Gold gezahlt. Und da dachte ich mir, nee, lass mal. Deswegen bin ich auf dem hier ausgewichen. Der kostet 30 Gold. Tendenziell könnt ihr aber, wenn der günstig bei euch ist, Trank der ungezügelten Wut nehmen. Der macht relativ gut Schaden. Vor allem bei vielen kleinen Angriffen haut er sehr gut rein, was beim Shami der Fall ist. Dann brauchen wir keine Drums. Ich habe mir trotzdem Drums gekauft, weil ich ein Vollidiot bin. Shami hat natürlich eine HT, also Kampfrausch. Und dann war es das eigentlich im Großen und Ganzen. Gut, das waren eigentlich jetzt die ganzen Vorgeplänke-Sachen. Ich würde sagen, wir schauen einmal in den Fight mit rein. Übrigens, wir ziehen kein Blitzschild, sondern nehmen das Erdschild, um uns dementsprechend dann im... Achso, jetzt habe ich dem NPC Erdschild gegeben, dass wir uns halt nebenbei heilen. Also wir büßen halt ein bisschen Damage ein, aber dafür haben wir einen Ticken Heilung mit dabei. Gut, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Achso, eins wollte ich euch noch zeigen. Ich habe mir ein Makro gemacht. Was vielleicht ganz interessant ist, braucht man nicht unbedingt, ist aber nett, eine nette Geschichte. Und zwar habe ich mir einen Frog-Makro gemacht, also hier erstmal Show Tooltip und dann Cast at Boss 1, Verhexen, Frosch. Ne? Das hat den Hintergrund, wir wollen einen bestimmten Mob immer in CC packen. Der macht eine Fähigkeit und die muss einfach wegzitiert werden und dann ist es gut. Und da das immer auf denselben Mob ist, musst du den dann damit nicht anvisieren. Ihr könnt ihn natürlich auch einfach anklicken und dann flocken. Ich fand es ganz praktisch mit dem Makro. Kann ich euch empfehlen, dass ihr das vielleicht ausspielt. So, dann würde ich sagen, schauen wir in den Kampf einmal rein. Nochmal einen Schluck hier. Kleine Information. Wir haben ja einige Totems. Die können wir teilweise vorm Kampf einmal stellen. Und zwar, was halt Sinn macht, ist, dass ihr hier das hier, Totem des Windzorns, dass ihr das vorher stellt, hat 2 Minuten Abklingzeit, ich habe das einmal hingebatscht, dann können wir noch ein bisschen mehr Schaden machen. Was wir gucken wollen, dass wir vielleicht immer mal wieder das Totem der Heilungsflut ziehen, dass wir uns ein bisschen heilen. Und was dann noch Sinn macht, ist hier Totem der Erdbindung, damit können wir ein bisschen slowen. Das Problem ist, ich habe jetzt wie gesagt 5 Tries gemacht, hatte dann den Kampf fertig, Moment, ich spule mir hier nochmal kurz zurück, hatte noch die Binds nicht ganz raus, werdet ihr gleich sehen, ich habe ein paar Sachen geklickt, hat aber auch trotzdem geklappt. Also ihr müsst nicht unbedingt alle Totems usen, es hilft halt so ein bisschen, würde ich mal behaupten. Gut, legen wir mal los. Also ich stelle mich, Moment, jetzt gehen wir noch einen Ticken zurück. Ich stelle mich am Anfang hier zwischen die Mobs quasi rein. Hat den Grund, ich will die alle zusammenkriegen. Und ich habe am Anfang jetzt tatsächlich meinen Pot gezogen, HT gezogen und Ascendance gleich. Dann können wir es nämlich, also die Pot nicht, aber Ascendance können wir nochmal ziehen und am Anfang können wir einfach richtig reinbursten. So, dann kicken wir den Caster hier, den kicken wir, ziehen die alle schön zusammen und jetzt können wir halt volle Kanne drauffeuern. Wir können halt dieses Lava-Ding reinziehen, dass die halt alle kurz mal angegriffen werden. Dann wollen wir auf jeden Fall unsere Samenkapsel ziehen, falls ihr euch die gefarmt habt. Das legt so eine Fläche auf den Boden, da stehen die alle drin, kriegen Schaden, haben ein bisschen Lifesteal. Und jetzt erinnern wir am Anfang volle Lotze drauf. Ihr könnt gucken, dass ihr diese Hammer ein bisschen ausweicht. Wenn ihr euch von dem einen oder anderen getroffen werdet, ist nicht so schlimm. So, jetzt kommen wir zur ersten Fähigkeit. Und zwar haben wir jetzt hier eine Fähigkeit, da wird hier der Jarl
einmal ein bisschen aggressiv, der hat dann auch diesen Buff drauf, er slowt sich selber. Wenn er euch aber Melee hittet, kriegt ihr extrem Melee-Schaden. Heißt, ihr wollt von ihm weglaufen. Die nächste Fähigkeit, die jetzt der Caster-Mob macht, sind diese Runen, die spawnen. Und die müsst ihr soaken, ihr müsst reinlaufen. Die werden immer kleiner. Ihr solltet im Optimalfall erst die kleinste ablaufen, dann die mittlere und dann die große, weil die kleinste verschwindet halt als erstes. Wenn diese Runen ganz klein werden und quasi verschwinden, dann ist es der Fall, dass die quasi hochgehen, Schaden machen und wenn ihr nicht komplett voll seid und euren Def-CD zieht, werdet ihr gewonshottet. Also man kann es überleben, wenn ihr komplett voll geheilt seid und den Def-CD zieht. Ich muss jetzt mal kurz schauen, wie der heißt. Hier astrale Verschiebung. Da kriegt ihr 40% weniger Schaden. Dafür solltet ihr es aufheben, falls ihr es nicht schafft. Das Problem ist, hier sind teilweise ein paar Overlaps. Und wenn ihr gleichzeitig von dem Typen weglaufen müsst, ist es ein bisschen schwierig. Ihr könnt den Typen einmal stunnen mit eurem Totem oder mit dem Slow-Totem auch slowen. Dann macht es euch ein bisschen einfacher. Ihr könnt auch einfach aber von ihm weglaufen. Das geht auch. Dann seht ihr ja diese grünen Flächen, da müsst ihr einfach rauslaufen. Die wirbelnden Äxte solltet ihr nicht reinlaufen. Wenn ihr davon getroffen werdet, ist es nicht so schlimm. Im Optimalfall versucht ihr immer, dass ihr alle drei Mobs zusammenzieht. Dann könnt ihr die nämlich gut cleaven. Die haben prinzipiell einen Shared Life Pool und gehen gleichmäßig runter. So, jetzt sehen wir hier gerade die nächste Fähigkeit. Dieser Runenseher haut ein Schild drauf und channelt einen Cast. Wenn der Cast durchgeht, werdet ihr gewonshottet. Ihr müsst jetzt das Schild aufhauen und dann ihn interrupten und mehr ist es nicht, ja? Die nächste Fähigkeit, die wir haben, sind jetzt hier diese Valkyren. Da müsst ihr euch in die Lücke reinstellen. Wenn euch die Valkyren erwischen, ist One-Shot. Vielleicht überlebt das, wenn ihr volles Life-Hop euren Death-CD zieht. Ihr solltet aber einfach in die Lücke reinstellen und mehr ist es tatsächlich nicht. Das nächste, was wir haben, ist so ein Wirbel. Der Jarl wirbelt und zieht euch ran, macht die ganze Zeit Schaden. Da könnt ihr einfach ein Stun-Totem rausschmeißen, macht ihr das nicht mehr. Habt ihr das Stun-Totem auf Cooldown, weil ihr es vorher schon benutzt habt, könnt ihr es outrange, ihr lauft einfach aus dem Wirbel raus, ist aber ein riesen Damage-Loss, weil ihr dann ewig am Rand steht und nichts machen könnt. Ja? Also dafür wäre ein Totem cool. Das nächste, was wir haben, sind diese Orbs, die hier sind. Die sind Heil-Orbs, da könnt ihr einfach reinlaufen, werdet ihr ein bisschen geheilt. Die sind nur ein paar Sekunden da. Jetzt haben wir wieder die Valkyren, da müssen wir einmal raus. Gleichzeitig kommen die Runen. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Deswegen immer hier die eine ist schon ganz klein, zu der hinlaufen und dann zu der anderen. Eine wäre zwar näher gewesen, aber immer die kleinste als erstes soaken. Und eine Fähigkeit hatten wir noch nicht gesehen, oder war vorher kurz mal da, da habe ich aber was anderes erklärt. Wir haben eine Geschichte, wo wir den Frog benutzen müssen. Und zwar macht es auch wieder unser Siegrin und der castet einen Cast, wo wir dementsprechend extrem Schaden kriegen, wenn er den durchchannelt. Jetzt müssen wir mal gucken, der kommt bestimmt gleich nochmal und da müssen wir ihn flocken. Das ist hier einmal, seht ihr das, Wissen der Ahnen. Der wird erstmal einmal gechannelt, also für 2-3 Sekunden oder so, castet er den. Und da müsst ihr den Frog draufhauen. Wenn er den durchgecastet hat, channelt er die ganze Zeit Damage. Wichtig ist, wenn ihr den Cast quasi stunt oder frockt, während er den anfängt zu casten, dann könnt ihr ihn einfach CC'en und danach instant rausholen. Wenn ihr ihn erst interruptet, wenn er den Channel schon anfängt, dann müsst ihr ihn im CC lassen, weil er dann den Buff draufkriegt und solange er nicht CC'd ist, macht er extrem viel AE-Schaden und es tötet euch. Ne? Also da müsst ihr echt schnell sein, dass ihr einfach einen Frog draufhaut, sonst könnt ihr ihn selber nicht mehr aus dem CC rausholen. Und das sind eigentlich soweit alle Fähigkeiten. Fies ist es dann halt teilweise, wenn die Sachen gleichzeitig kommen. Ihr seht, da hat der eine sein Vater-Dings da gecastet, ne? Blut des Vaters, den musste ich CC'en, der andere macht den Wirbel, ich muss rauslaufen, gleichzeitig die Runen sorgen, da wird es dann schon relativ stressig. Ich habe jetzt am Ende auch nochmal mein Erdinventar geschmissen, dann nimmt man einfach ein bisschen Druck raus und ihr solltet auch gucken, hier haben wir nochmal die Valkyren, müssen nochmal einmal zwischen reinlaufen, ihr werdet wahrscheinlich auch ein bisschen über 3 Minuten brauchen, am Ende könnt ihr nochmal quasi das Ascended-Ding schmeißen und was ganz wichtig ist, immer wieder hier das Erdschild draufhauen, hier weil wir gerade wieder das ranziehen, da einmal einen Stun drauf und zwischendrin kann man auch immer wieder das Heiltotem schmeißen. Am besten, wenn ihr nicht komplett voll seid, benutzt euren Instant Proc nicht für den Kettenblitz, sondern am besten für die Heilung. Lieber ein bisschen defensiver spielen, als dann in die Bredouille zu kommen, weil teilweise kann man dann halt nichts mehr machen, wenn man 3 Runen sorgen muss, bei den Typen ausweichen muss und so, also da wird es dann immer ein bisschen hektisch. Ehrlich gesagt, ich habe die Challenge jetzt mit mehreren Klassen gespielt, mit dem Enhancer ist es sehr einfach, weil man eigentlich relativ guter E-Schaden hat. Und ihr habt ja gesehen,
sowohl die Samenkapsel als auch das Iskard-Trinket, die drücken auch schon sehr, sehr gut Schaden und dementsprechend kommt man da relativ gut hin. Ich hatte jetzt hier irgendwie komischerweise die Sache, dass ich die Challenge fertig hatte und das ist die erste Shami-Challenge, die ich tatsächlich gespielt habe, aber das Achievement ein bisschen gebraucht hat tatsächlich, bis es geprockt ist. Wenn das bei euch auch der Fall ist, wartet ein Ticken, bis ihr das Achievement kriegt, bevor ihr da rausgeht, nicht, dass es nicht zählt. Ne? Also das wollt ihr eher vermeiden. Gut, und das ist es eigentlich soweit. Ich habe jetzt das Low Totem kaum verwendet. Das ist halt immer dann sinnig, wenn der Jarl quasi euch folgt, dann könnt ihr ein bisschen wegslowen. Und wie gesagt, theoretisch könntet ihr auch, was ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen verkackt habe, immer mal wieder das Totem des Windzorns neu aufstellen. Ich hatte es, glaube ich, am Anfang die ersten 2 Minuten und dann nicht mehr. Das ist natürlich schon auch ein Damage-Gain. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen damit weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.